Echt kein Händler hier? Ich beneide niemanden, der durch die Wildnis reist. Doch, da ist ein Händler. Mein Angebot wird dich überzeugen, versprochen. Verkaufen. Fangen wir mal unten an. Das will der eh nicht haben. Das ist knochiges Fleisch. Und Tüssi. Eisraureif, Zünder. Machen wir ruhig. Zwei weg. Echt eine Menge. Was ist das hier? Schockwachwurz. Kann man immer gut gebrauchen, aber ich behalte lieber nur einen. Das ist Feuer. Den mache ich nicht mehr weg. Fettes Fleisch. Tschüssi. Schnellreisepaket. Nö. Verderbnis. Behalten wir mal. Hier, Lohe brauche ich eine Menge. Und vor allem Draht. Was ist das denn hier? Kühlsaft. Kann ruhig weg. Das war das hier, ne? Echohülse. Echohülse und Draht war das. Was ist das hier? Metallbrand. Wüstenglas. Tschüss. Rohstoffe. Erstmal Munition. Ein vollständiges Paket. 10 Jägerpfeile Munition. Nein. 10 Gewehr. Nein. Ein vollständiges Paket. 5 Beutelpfeile Munition. Nein. Schockfallpaket, Fesselpaket, Präzisionspfeile. Das sind die doch, ne? Das ist voll. Ganz ehrlich, ich fange jetzt mal ganz oben. Das ist das oberste Paket. Bis der voll ist, genau. Das ist nämlich das alles, was mir noch fehlt. Ja, kann man immer. Man weiß ja nie. Gut. Fallen und Tränke. Da fangen wir auch mal unten an und füllen einmal auf. Ach, doof. Also. Ruhig ein bisschen mehr kaufen. Ich weiß, die kann ich überall sammeln. Immer so 100 Stück haben. Auch Draht werde ich mir gleich 100 Stück sammeln. Alle so, oh nein, bitte nicht, mach es nicht, tu es nicht. Und 100. So, jetzt Draht.
Besonders Draht ist wichtig. So. Noch weiterhelfen. Was brauche ich denn noch? Das ist das. 100 davon, 100 davon. Das da könnte ich auch noch holen. Lohn. Bis ich da auch so 100 Stück habe, dann reicht das auch erstmal. Das sollte dann definitiv erstmal reichen. Da war mein Inventar ist fast voll, ey. Oh, zu viel, ist egal. So, Dankeschön. Na, dahin. Sechs, sechs, sechs. So, ups. Dann auf zum großen Balkon. Und ich glaube, da kommt noch eine Menge Ärger auf uns zu. Wir müssen unseren Sonnenkönig vor den Thronräubern retten. Wir sollten sofort in Richtung Meridian ziehen. Ein weiterer Tag ist vorbei. Verhungern allein war schon schlimm genug. Immerhin führte uns unser Sonnenkönig an. Worauf wartest du, Wir werden Fremde? Es nie zurück nach Die Kopfgelder schaffen. Werden drinnen bekannt Nicht ohne gegeben. Itamens Vorbild. Kann ich das jetzt überhaupt noch machen? Der König ist, ist auch niemand mehr da. Du bist hier unter Gläubigen. Zeig das ist doch verrückt. Wohl kaum. Sie werden mich sehen. Jetzt wurde du unterschätzt, wie leicht die Leute das Offensichtliche übersehen. Die Balustrade. Von da aus ist es kein tiefer Fall. Mir scheint, als würde man jeden Tag von neu. Hä? Lass mich mal, danke. Da muss ich also hin. Nö, hier kann ich nicht runter. Auf die andere Seite des Turms. Suche nach der Lüftung. Danach muss ich dann gegen diesen Beomod oder wie die heißen da antreten werden. Bin ich jetzt überhaupt richtig? Na super. Das ist doch die Lüftung. Geh noch mal runter. Hopp. Du warst also schon mal hier. Sieht so aus. So, jetzt ist es sehr wichtig, dass du mir gut zuhörst. Ich habe dir den Weg hineingezeigt, aber wenn du ihn betrittst, gibt es kein Zurück. Bevor du hier in die Tiefen hinabsteigst, solltest du vollkommen entschlossen, ausgerüstet und konzentriert sein. Keine Ablenkungen. Wenn du noch etwas zu erledigen hast, erledige es zuerst oder schweige darüber. Ich werde kein Gejammer tolerieren. Ist das klar? Du wirst es tolerieren müssen, Silence. Ich habe dich nicht darum gebeten, mich zu begleiten.
Dann wollen wir mal rein. Ich gehe runter. Ein Leben lang wollte ich die Geheimnisse dieser Welt entschlüsseln. Woher die Maschinen kamen. Wie die Alten solche Wunder taten und trotzdem kamen Verderben und Tod. Ein Leben voller Fehlschläge. Denn Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt, rannte ich gegen Mauern und gegen verschlossene Türen. Hallo? Bis eine Nora-Jägerin aus dem wilden Osten kam. Und voilà, sie kam und alle Geheimnisse wurden ihr enthüllt. Ich glaube, du wirst mit dieser Tür besser zurechtkommen als ich damals. Identiscan wird durchgeführt. Genetisches Profil bestätigt. Zutritt autorisiert. Fehlfunktion. 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 Soll das ein Witz sein? Du hörst mich nicht lachen. Sei still. Es muss irgendwie gehen. Hey, Elisabeth Sobeck hier. Bitte Zutritt. Zutritt angefordert. Root-Befehlsfunktionen verfügbar. Möchten Sie fortfahren? Will ich. Öffne diese Tür. Analysiere. Primärzugang außer Betrieb. Mechanischer Fehler. Notfallbelüftungsverfahren verfügbar. Möchten Sie fortfahren? Ja. Notfallbelüftung autorisiert. Ich habe dich unterschätzt. Ich dachte, du... nicht alles haben. Das erregt Aufmerksamkeit. Wir werden hier nicht mehr lange allein sein. Wir? Ich sehe hier unten nur eine, die ihr Leben aufs Spiel setzt. Ja gut. Machst du jetzt bitte weiter? Es gibt so viel zu lernen und so wenig Zeit. Gut, das Projekt Zero Dawn Anlage. Ach, das ist die Zero Dawn Anlage. Willkommen bei Projekt Zero Dawn. Zero Dawn. Wir haben es gefunden. Überrascht dich das wirklich? Die Anlagediagnose zeigt zahlreiche Fehler. Reparaturversuch wird durchgeführt. Was war das hier für ein Raum? Vielleicht eine Eingangshalle? Sieh dich um. Launchperson, der unglückliche Zufälle von Dr. Popovich. Heute Morgen ist ein weiteres Beispiel dafür, dass die Empfangspersona Unterstützung braucht. Wir wissen, dass Zero Dawn ein außerordentlich kompliziertes Projekt ist, aber dass als diejenigen, die an vorderster Front stehen möchten, auch wir endlich gehört werden. Die bereits erwähnt, brauchen wir menschliche Dolmetscher, beispielsweise für Polnisch. Sicherheitspersonal, das beispielsweise wütende Embryologen in Schach halten kann. Und dermale Beruhigungsmittel, beispielsweise für Menschen, die auf Polnisch herumschreien und Stühle und Vasen nach dem Empfangspersonal werfen. Ja, die meisten der Kandidaten sind relativ ruhig und benehmen sich gut, aber wir brauchen Hilfe bei denjenigen, die die Ausnahme dieser Regel darstellen. Bitte antworten Sie auf diese Nachricht. Okay, süß. Da ist auch noch was. Wir brauchen die Empfangspersona benötigt beim Umgang mit dem CD-Kandidaten, Zero-Dawn-Kandidaten bei ihrer Ankunft in der Anlage zusätzliche Unterstützung. Viele sind verängstigt oder verwirrt. Manche sind sehr aufgewühlt. Diese Personen sind nicht daran gewöhnt, dass man ihnen Informationen vorenthält. Wir benötigen zumindest menschliche Dolmetscher. Die Sprachbots reichen nicht aus. Und leichte Beruhigungsmittel für die extremen Fälle jeder Art der Unterstützung ist willkommen. Vielleicht wäre es ein Anfang, wenn ich eine Antwort auf meine Mails bekommen würde. Ja, das glaube ich. Ich habe ein ganz... Oh, oh. Na, Tür öffnen. Bitte nehmen Sie Platz und warten Sie, bis Sie aufgerufen werden. Einige Erfrischungen und Snacks stehen für Sie bereit. Ein kleinerer Raum. Ein Warteraum.
Wäre es möglich, die Schalldämmung zwischen VR1 und dem Lounge-Bereich zu verbessern? Die meisten Kandidaten bleiben während der Präsentation ruhig, aber diejenigen, die schreien oder schluchzen, werden von den Kandidaten, die auf ihren Aufruf warten, deutlich gehört. Ist nur eine Idee. Nein. Bitte begeben Sie sich in den Vorstellungsraum 1. Dort erwartet Sie eine wichtige Nachricht zum Zweck Ihres Besuchs. Erstmal alles hier mitnehmen. Ich glaube, wir erfahren jetzt, was Sache ist. Erstmal wissen, ob hier noch was ist. Nein, das sieht nur so aus. Zum fünften Mal, bitte sorgen Sie für Kräutertee-Nachschub in der Lounge. Wenn ich nochmal erleben muss, wie so ein Eierkopf die Krise kriegt, weil die Sorte Bio-Gurke-Minze, oh Gott, was ist das denn? Oder Brombeersalbei, das geht ja noch mal Bio-Gurke-Minze, alles ist, drehe ich noch durch. Bitte antworten Sie und diesmal ohne Sturm im Teeglas und abwarten und Tee trinken, Witze, okay? Mann. Gut, dann wollen wir mal weiter, ne? Was? Was war das hier? Eine Holographenbühne. ZDO1 Daten intakt. Wiedergabe wird eingeleitet. Willkommen bei Projekt Zero Dawn. Ich bin General Harris, Vorsitzender der Stabschefs der Vereinigten Staaten von Amerika. Ich weiß, es gibt Gerüchte, dass Zero Dawn ein streng geheimes Superwaffenprogramm ist, das technologische Wunder, das uns vor der Pharaoh-Plage bewahrt. Wenn Operation Enduring Victory die Roboter lang genug aufhält. Ich weiß deshalb so genau, dass es Gerüchte gibt, weil sie von mir kamen. Und es sind alles Lügen. Zero Dawn ist kein Superwaffenprogramm. Und es wird uns nicht retten. Nichts kann uns retten. Gar nichts. Als der Fehler erkannt wurde, war es bereits zu spät. Nichts konnte die Pharaoh-Plage stoppen. Nichts half. Die Roboter vermehren sich immer weiter und verschlingen die Biosphäre. Das Leben auf der Erde erlischt und unser Planet wird zu einem Ödland. Ein globales Aussterben steht uns bevor. Egal wie viele wir töten, die Zahl der Roboter wird exponentiell anwachsen. Hätten wir die Deaktivierungscodes, könnten wir sie abschalten, den ganzen Schwarm. Doch die kryptografischen Protokolle nutzen mehrfach verschränkte Wellenformen. Man bräuchte 50 Jahre, um die Codes zu knacken. Und wir haben 16 Monate. Nicht gerade eine gute Überlebenschance. Die Vernichtung einer Biosphäre ist nicht die Art von Apokalypse, die man in einem Atombunker aussitzen kann. Die Erde wird nicht mehr da sein. Nur noch ein toter, giftiger Fels mit Millionen von Pharaoh-Robotern. Schlafend. Auf Nahrung wartend. Das steckt hinter den Lügen über die Operation Enduring Victory. Meinen Lügen, die Millionen von Unschuldigen dazu bringen sollten, sich auf den Schlachtfeldern zu opfern. Warum? Aus einem einzigen Grund. Um Zeit für Sie zu gewinnen, damit Sie hier arbeiten können. Zero Day. Der Tag, ab dem kein Leben existiert, nähert sich schnell. Man kann es nicht stoppen. Die Hoffnung von Zero Dawn ist, dass vielleicht etwas Neues entsteht. Aber es liegt bei Elizabeth Sobeck, diesen schwachen Hoffnungsschimmer aufrechtzuerhalten. Harris... Ende.